Batman Arkham Knight. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir mit einem neuen Spiel, was jetzt gerade erschienen ist. Ich freue mich schon ewig darauf und jetzt kann ich euch endlich zeigen. Wir fangen mal mit den Einstellungen, glaube ich, an. Ja. Das Spiel spart ja automatisch, blablabla, fortfahren. Inhalte runterladen gibt's nicht, habe ich alles schon runtergeladen. Und direkt mit der Story fangen wir nun an. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Schau uns das mal an. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Ach du Scheiße.
geht denn jetzt ab? Scarecrow? Alter. Ja, das ist ja super. Hallo? Menschen, die gerade noch ihr Essen genossen, wurden urplötzlich in ein Gemetzel verstrickt. Unter den wenigen Überlebenden befindet sich auch... Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Waffe. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. So, und jetzt können wir auch endlich mal loslegen. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Ist ja im Prinzip die gleiche wie auch den Teilen davor. Auf PlayStation 3. Oder halt auf Xbox, je nachdem, wo man gezockt hat. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim.
Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, M1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman! Jedes verdammte Mal. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig, da draußen sieht's nicht gut aus. Dann gehen wir mal auf die Jagd. Wieder ein schönes Open-World-Spiel. Finde ich mega geil. Kannst du jederzeit überall hin. Und die Batman-Teile sind ja dafür bekannt, dass man halt überall auch kleine Easter Eggs findet oder Rätsel vom Riddler. Also da bin ich echt mal gespannt, was da auf uns zukommen wird noch. Was für neue Gadgets man hat. Das Batmobil ist ja hier auch verfügbar. Man kann alles mögliche aufpimpen, neue Fähigkeiten kriegen und. So, da müssen wir wohl hin. Zu einfach. So. Batman, da hoch? Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Nee, wo ist er denn? Ach, da unten. Heute Nacht. Sie sind sicher. Danke, Batman. Ich dachte, sie wird mich umbringen. Oha. Ein bisschen knapp. Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Ich muss das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Ruf deine Männer zurück, Jim. Okay, und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Die Verfolgung wird abgeblendet.